Einer der Suggestibilitätstests ist der mit den steigenden Armen und fallenden Armen. Achte mal darauf, dass du die Person, mit denen du diese Tests durchführst, immer genaue Anweisungen gibst, was du von ihnen erwartest und was du von ihnen möchtest. Und hier ist es wichtig, dass du dafür sorgst, dass du, wenn du diese Anweisungen gibst, so fühlst, als würdest du das Gleiche tun. Hier einmal die Anleitung dazu. Bitte deine Personen, die Arme zu strecken, nach vorne zu strecken. Weil du forderst die Person jetzt dazu auf, eine Hand umzudrehen. Nun. Jetzt kommt die Anweisung, die Augen zu schließen. Und hier geht es um die Vorstellungskraft. Ja. Wenn die Augen geschlossen sind, kannst du natürlich deine Arme wieder nach unten bewegen. Die Leute sehen das eh nicht. Jetzt kommt die Anweisung, auf der offenen Hand ein Buch drauf zu legen. Du sagst, stell dir vor, ich lege jetzt auf deine rechte Hand ein dickes, schweres Buch. Und dieses Buch zieht immer weiter nach unten und unten. Und es wird dir immer schwerer und schwerer, dieses Buch noch nach oben zu halten. Natürlich hältst du fest, es wird immer schwerer und schwerer. Hingegen, auf die linke Hand binde ich einen kleinen Faden. Und stell dir vor, wie ich an diesen kleinen Faden jetzt einen Ballon anhänge, gefüllt mit Helium, einen dicken gelben Ballon gefüllt mit Helium. Und du weißt, Helium ist sehr leicht. Und da dieser Heliumballon so leicht ist, wird er anfangen, deine Hand ganz leicht nach oben zu bewegen. Hingegen auf die rechte Hand packe ich noch ein dickeres Buch, noch schwerer. Und es wird immer schwerer, dieses Buch zu halten und zu halten. Hingegen auf die linke Hand binde ich noch ein paar Ballons. Eine Menge an Ballons, gefüllt mit Helium. Sie werden immer leichter und leichter und fangen an, die Hand immer mehr und mehr zu bewegen, leicht und leicht. Und nun bittest du deine Personen, so stehen zu bleiben, wie sie sind. Und sie sollen dann ihre Augen öffnen, um zu beobachten, was dann passiert ist. Die meisten werden irgendwie so dastehen, vielleicht sogar so, manche sogar umgekehrt, was sehr interessant ist. Also hier interessant und wichtig, dass du die Vorgaben gibst, genau erklärst, nicht zu lange, kurz und bündig, weil du wirst merken, es wird sehr schnell sich einrichten. Und noch ein Tipp, achte bitte nur auf die Leute, bei denen es auch funktioniert. Es werden immer welche dabei sein, bei denen es einfach nicht funktioniert, was nicht heißt, dass sie nicht hypnotisierbar sind. Nur vielleicht für diese Art und Weise können sie sich nicht so gut darauf einlassen. Da gibt es vielleicht andere Gründe dafür. Übrigens ist das ein sehr toller Test, den man schnell mal auf einer Party oder bei einem Geburtstag oder wie auch immer bei einer Demo anwenden kann. Die Leute machen es mit und es ist lustig und du wirst merken, bei sicherlich 60-80% der Teilnehmer wird es auf jeden Fall funktionieren. Und es ist immer sehr spannend, wenn die Leute die Augen öffnen und sehen, wie alle irgendwie so komisch dastehen. Bis dann!